So, jetzt bebt die Bühne beim Fanfarenzug von Aulendorf. Ladies and Gentlemen, hier kommen sie. Der musikalische Chef. Was habt ihr gerade gespielt für zwei? Natürlich für die Münchner Gäste hier, zuerst zur Eröffnung in Münchner gespielt und dann hinterher noch ein internationales Stück in Kansas City. Ah, genau. Kansas City, sehr schön. Ja. Also, wie lange übt man da? Trainiert ihr jeden Tag? Also, wir trainieren zweimal in der Woche, zwei Stunden und das aber das ganze Jahr über. Ja, super. Zum Schluss hören wir noch was von euch. Ne? Gerne, ja. Auf jeden Fall. Jetzt muss ich mal den jungen Mann, kommst du mal mit auf die Bühne kurz? Das muss ich mir jetzt mal näher anschauen. Also wie man so eine Riesenfahne einfach mal so in die Luft wirft und wieder auffängt. Servus, du bist der? Florian. Der Florian. Florian, kannst du es noch einmal vormachen? So, ich gehe mal aus dem Weg. Ja, hui. Sauber, sehr gut. Sensationell. Florian, wie lange übt man an sowas? So ein Jahr. Ein Jahr? Zwei Jahre. Da rennt man immer durchs ganze Haus daheim, oder? Wirft immer eine Fahne? Ah, nee, in der Halle. In der Halle? Ja. Okay, wie oft ist heute schon runtergefallen? Sehr oft. Sehr oft? Nee, aber hat super geklappt jetzt. Das ist ja die Fahne von Aulendorf, oder? Ja. Genau. Was sieht man da drauf? Kann man das mal kurz zeigen? Das Aulendorfer Wappen. Genau, Aulendorfer Wappen. Also, muss man sich einprägen. Florian, vielen Dank. Danke und auf dass die Fahne nie wieder runterfällt.